Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. Moin Leute, da bin ich wieder. So, pass auf, heute im Intro geht es um Blutrausch. Blutrausch in Zehlendorf. Kurt Krömer verwickelt in Blutrausch in Zehlendorf. Jetzt pass auf. Nichts für schwache Nerven. Gestern war ich beim Arzt gewesen und dann habe ich eine Infusion gekriegt. Und zwar Vitamine. So, pass auf. Ich liege da. Ich habe ein Cappuccino gekriegt. Jetzt hat er mich gefragt, ob ich ein Cappuccino haben möchte. Und dann dachte ich, warum nicht? Jetzt hieß ich auf die Liege liegen und dann schön Cappuccino mit Schaum, fragte er. Und dann habe ich gesagt, mit Schaum. Ja, klar, mit Schaum. Wenn ich eins hasse, ist es Cappuccino mit Schaum. Aber jetzt pass auf. Wenn du so eine Infusion kriegst und da liegst beim HNO-Arzt, dann macht dir das nicht aus. Also anscheinend ist Schaum auf Cappuccino beim HNO-Arzt das gleiche wie Tomatensaft im Flugzeug. Die Synapsen arbeiten dann anders. So, jetzt pass auf. Ich lieg da und dann habe ich in der Hand zwischen Zeigefinger und Daumen habe ich das Rezept gehabt. Da habe ich die Hand auf den Bauch gelegt und das Rezept guckte so hoch. Ein Bild für die Götter, wo ich dachte, wenn ich jetzt sterbe, dann müssen die mir die Finger brechen, um dieses Rezept aus den Händen wieder rauszubekommen. Aber ist egal, darum geht's gar nicht. Es geht um Folgendes. Ich war fertig, die Frau zieht mir die Nadel aus den Venen raus, hier aus der Hand. Und ich gehe Jacke angezogen und dann mich verabschiedet. Das wäre jetzt auch mal die Frage. Wir haben noch eine E-Mail, wa? Wir haben eine E-Mail in den Shownotes. Da könnt ihr mal schreiben, wenn ihr beim Arzt seid, geht ihr in das Wartezimmer und sagt guten Tag und dann auch auf Wiedersehen oder macht ihr das? Weil mir, ich weiß auch nicht, ist das wichtig. Ich bin dann reingegangen, da war meine Jacke und dann habe ich gesagt, auf Wiedersehen. Also so bestimmt. Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Ich wollte jetzt nicht, dass sie denken, oh, der Krömer macht sich über uns lustig. Ich habe so, auf Wiedersehen. Also nicht streng, aber so, also ich wollte das neutral. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, also, ne, das, also ist mir wichtig. Guten Tag, auf Wiedersehen ist mir wichtig. Und jetzt stehe ich an der Rezeption oder wie heißt das? Am Empfang. So, jetzt pass auf. Jetzt stehe ich da wegen neuen Termin, weil ich ja andere Sachen noch in die Venen geschossen bekomme. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, warum ist denn das am Schritt so nass bei mir? Und dann dachte ich, oh Gott, ich habe in der Hose nie gepullert. Und dann gucke ich auf die Hose und also zwischen Schritt und Knie ein Blutfleck, also armgroß, also handgroß. Und dann gucke ich so hinter mich und dachte, eine Blutspur. Ich habe aus dem Raum, wo ich gekommen bin, habe ich eine Blutspur gezogen. Und dann habe ich gemerkt, dass irgendwie aus dieser Einstichstelle, da war ein Pflaster, das war Blut getränkt, alles war ich. Und dann ist mir schwindelig geworden, weil ich, also mein eigenes Blut kann ich nicht sehen. Ich bin ganz blass geworden, wäre fast ohnmächtig geworden. Andere Leute, wenn die bluten, könnte ich stundenlang zugucken. Also wenn jetzt neben mir einer, sagen wir mal, richtig ausblutet, ich könnte also ein Brot dabei essen und würde dann interessiert zugucken. So, ich würde dann die Welt um mich herum vergessen. Also das ist, wenn ihr, sagen wir mal, das kommt jetzt zu einem Kontakt, dass wir uns auf der Straße treffen und ihr blutet stark, dann nicht mich fragen, ob ich euch helfen kann, weil ich würde, also weißt du, ich würde das vergessen. Ihr würdet dann neben mir sterben und dann kommt der Arzt und der sagt dann, warum haben sie denn nicht reagiert? Dann habe ich gesagt, ja, weil ich so in so einer anderen Welt war. Also wenn ihr wirklich jetzt mal ernsthaft stark blutend auf mich zukommen solltet, am besten mich zur Seite schubsen, sodass ich auf dem Boden liege, dass ich erstmal aufstehen muss und mich erstmal fragen muss, was war denn das jetzt? Und dann rennt ihr, also wenn ihr Kraft habt, wenn ihr noch genug Blut habt, um den Zirkel des inneren Lebens da voranzutreiben, rennt denn weg, wenn ihr also stark blutet. Nur jetzt, wenn ihr leicht blutet, dann können wir uns unterhalten, das ist ja nicht so schlimm. So, pass auf. Jetzt, war einfach dieses Einschussloch, das hat dazu geführt, dass ich stark geblutet habe und dann bin ich abends, zu meiner Mama gegangen, hab zu den Kindern gesagt, meine Kinder haben mich gefragt, wo gehst du jetzt hin? Ich habe gesagt, ich gehe jetzt zu meiner Mama.
Und dann bin ich runtergegangen und hatte diese Hose, diese blutverschmierte Hose in der Hand. Und dann habe ich gefragt, Mama, kannst du mir helfen? Guck mal, das Blut muss weg. Und sie nur, ja, muss ich einweichen, das muss ich einweichen. Dann ist sie mit den Sachen an mir vorbei und ja, das muss ich einweichen. Ja, sie war so genervt. So, sie machte auch so, als wenn ich jeden Tag mit einer blutigen Hose vor ihr stehe und frage, kannst du mir mal helfen? Und dann meine Mutter gleich in der Waschküche und ich stand dann da und dachte, kann sie vielleicht mich mal bitte fragen, wie das passiert ist, wie es mir gesundheitlich geht, ob jetzt all mein Körperblut, was ich in mir hatte, jetzt in dieser Hose ist. Und, ja, muss ich einweichen. Geil, Seifen, muss ich sofort einweichen. Ich habe meine Mutter seitdem nie wieder gesehen und wie gesagt, ich bin jetzt gespannt. Ja, das war, oh, mir wird ganz schwindelig, weil wie gesagt, eigenes Blut kann ich überhaupt nicht sehen. Habe ich jetzt zu lange gequatscht eigentlich? Jetzt kommt das der, jetzt kommt Günther Jauch. Nee, pass auf, ich weiß es. Heute kommt Thomas Gottschalk, der Günther Jauch entschuldigt. So ist es. Wenn man es weiß, ist es ganz einfach. So, ich setze mir die Maske auf. Ich habe jetzt überlegt, ich sage jedes Mal, dass ich jetzt die Maske aufsetze, weil viele haben das noch nicht gerafft. Weißt du? Viele denken auch, dass ich zum Beispiel hier über das iPad, was ich hier habe, dass ihr mir Fragen zu dem Gast reinstellt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Hier kommt, jetzt erkläre ich, okay, wir machen es für ganz doofe. Es kommt ein Gast, ich weiß nicht, wer es ist. Es ist gar nicht vielleicht Thomas Gottschalk. Und hier kommt ein Gast, wir werden uns jetzt hier circa so eine Stunde unterhalten. Und ich bin, weil ich ja nicht weiß, wer kommt, auch nicht vorbereitet. Und mir wird auch nichts reingeschickt. Das wäre was für Idioten. Blind Date, also du hast ein Blind Date, wo neben dir aber einer steht, der ins Ohr flüstert, ja, sag mal guten Tag oder wie hat sie schmeckt oder können Sie noch mal sagen, wie Ihr Name ist? So, mein Name ist auf jeden Fall Knut Knödel und wir legen jetzt los. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja. Eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Felix. Fadet das jetzt mal aus, das Gedudel. Das kostet uns 30 Minuten des Podcasts. Immer diese, das meine ich jetzt. Mach das weg. Ausfaden. So, und jetzt abschalten. Hallo. Nein! Hallo. Anke Engelke! Oh, hallo. Darf ich dich umarmen? Ja, bitte. Oh, da freue ich mich aber. Oh, also ich freue mich natürlich über jeden, der kommt, aber bei dir, da freue ich mich jetzt. Aber erklär mir das mit Günther Jauch, was ist denn das für eine Obsession? Ja, weil ich hätte gerne Günther Jauch im Podcast. Glaubst du, du würdest von ihm Sachen erfahren, die er nirgendwo vorher gesagt hat? Ja, das ist so eine Plaudertasche, der Typ. Ist er? Man muss ihn, glaube ich, stoppen. Auch dass man dann sagt, Herr Jauch, jetzt mal nicht so viel Private, das ist doch alles öffentlich hier, das hören doch denn alle. Angeblich bin ich die Einzige, die er im Fernsehen duzt. Stimmt, du warst immer bei Wer wird Millionär. Mhm. Er duzt ja wirklich keinen. Ich habe für dich gebacken. Das sind vegane Chocolate Chip Cookies. Schmeckt das denn? Probier. Also das Feedback war bislang ganz gut. Moment, vegan heißt ja, da ist... Weder Butter noch Eier sind da drin. Wie geht denn das denn? Mit Kichererbsenmehl. So, so ein Abschalter. Kichererbsenmehl ist, glaube ich, so ein Triggerwort. Interessiert keinen. Hm. So, Kinder, Wochenende. Ich habe mit Kichererbsen was gemacht. Ja. Alle gehen weg. Downer. Und sagen, ich sollte aber auch was kaufen. Du bist was nicht mehr mein Vater. Ja. Nie gesehen. Weil ich esse das jetzt. Ja. Oh, es gibt aber noch. Also, naja, das ist ja. Die Kekse sind ja auch ein Geschenk, aber es gibt noch. Ich kam nicht auf die 5,99 €. Das ist von Oxfam für 1 € oder 1,20 €, I don't know. Und die sind die kosten. Sind gut, ne? Nicht schlecht. Ich kriege gutes Feedback dafür, wirklich, ist kein Scheiß. Vielleicht muss man einfach weglassen, dass man sagt, das ist vegan. Weil eigentlich geht schon die Stimmung ein bisschen runter. Ach, wenn das sind die anderen, das sind die mit. Nee? Zu spät. Nein, die sind wirklich nee, vegan. Nee, gut. Ja. Ich will jetzt auch kein, das ist, du hast du bestimmt auch, war so ein Vegan-Bashing denn immer. Dass man immer sich lustig macht. Das nicht, aber so, dass Menschen meinen, das sei ein Angriff, wenn man von seinem, warum, was ist daran der Angriff? Jeder soll für sich entscheiden, was er isst und nicht isst, ist doch wurscht. Ja, so eine Bekehrung. Nee, ist nicht dass mein... Dass man sagt, ich mag dich nicht mehr. Wenn du jetzt hier Milch trinkst. Ich schaue deine Sendungen nicht mehr. Ja, ich bin dir entfolgt auch. Ja, genau.
Ich spreche nicht mehr mit ihr. Für mich ist das Gespräch hier beendet. Jetzt ist die auch, jetzt gehört die auch zum Mainstream. Ja. Ich bin ja nicht früher bei sozialen Medien. Lustiger. Ja, damals noch, bei Samstagnacht. Okay. Die Anne Engele. Die Antje. Das ist aber ein blöder Name. Enkelmann. Die auch immer mit dem Sebastian Paslewska da zusammen hat. Den finde ich auch richtig witzig. Der ist doch schwul, oder? So, ja. Ach Mensch, Kurti. Ja, ich freue mich. Guck mal, wie ich jetzt schon, jetzt merkst du, die Brille beschlägt mir, weil ich bin aufgeregt. Wie findest du Disziplin? Schwierig. Ich hab das manchmal, ich bin ja so ein preußischer Punk. Mhm. Weißt du? Also ich habe manchmal so Phasen, wo ich komplett diszipliniert bin, aber dann habe ich wieder Phasen. Also jetzt ist so eine Phase, wo ich 95 Kilo wiege. Eigentlich ist so mein Wunschgewicht so 85, 86. Also du merkst, ne? Er war nicht so diszipliniert in der letzten Zeit. Und ich habe mich jetzt daran gewöhnt, dass ich dachte, okay, jetzt kannst du oben in den Schrank greifen, nimmst du die Hosen, wo der Bund ein bisschen weiter ist. Jetzt ist die Zeit wieder. Und dann bin ich irgendwann wieder diszipliniert, mache Sport und dann greife ich wieder in die unterste Schublade rein und sage, jetzt kannst du wieder die Bundgröße 32 nehmen. Aber guck mal, du bist doch... Ich habe bis 38 Hosen. Also okay, du lässt ja auch Freiheiten, das ist doch super. Aber ich dachte jetzt eher an Disziplin generell zum Beispiel, dass du da pünktlich auf der Bühne stehst. Ne? Die Leute sind gekommen und die erwarten von dir, weil sie es eingerichtet haben, dass du da pünktlich stehst. Ja. Das zum Beispiel wüsste ich gar nicht, ob ich das könnte, weil man ja das nicht komplett ausblenden kann, in welcher Verfassung man gerade emotional ist. Du bist deinen ganzen Tag damit beschäftigt, dass du abends diesen Auftritt hast. Mhm. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe einen Auftritt in Köln, dann komme ich da, sagen wir mal, ich komme da um 15, 16 Uhr an, dann hast du ja die ganze Zeit im Kopf, du hast diesen Auftritt um 8. Wow. Du bist die ganze Zeit damit beschäftigt. Du sagst dann, okay, ich habe Hunger. Ja, musst aber schnell machen. So viel Zeit hast du nicht mehr. Du wirst dann und dann abgeholt. Okay. Du hast ja dann auch ein Date, wo du abgeholt wirst, wo dein Soundcheck ist. Dann weißt du ja schon, die Leute warten auf dich. Also du kommst ja nicht um 8 Uhr in die Halle, sondern ich komme immer so um 18, 19 Uhr an. Mhm. Und dann weißt du, du bist ja sowieso pünktlich. Aber du singst doch auch auf der Bühne. Also du hast doch so eine, nicht eine Band, aber du bist doch dann auch auf der Bühne. Ich war Teil einer Coverband 25 Jahre lang, aber schon seit vielen Jahren nicht mehr, weil das nicht mehr geklappt hat, dass die VeranstalterInnen die Band gebucht haben, sondern die haben Anke Engelke gebucht, weil sie dachten, Prominenz sei wichtig. Und dann dachten alle, jetzt kommst du und spielst Sketche. Und da spielt Norbert Scholli ein Gitarrensolo aus dem Himmel. Ich stehe rasselnd daneben mit so einem Schellenkranz und werde gefilmt. Was denn hat sie denn? Warum spricht sie nicht? Und es ist ja gar nicht witzig, wie die den Schellenkranz. Was soll denn das? Ja, die kein fällt Dialog. Ja gar nicht hin. Ja, was soll denn das? Sie hat ja gar keine falschen Zähne. So, ich habe einfach da mit meiner Schwester Soul nachgesungen und das war ganz super geil. Natürlich, da bin ich ganz diszipliniert, aber ich überlege gerade, ob das denn nicht ähnlich ist, weil ich gerade dich fragte, ob die jeweilige Verfassung des Tages, ob die da eine Rolle spielt, dass du die wegschiebst und dann einfach dein Programm abziehst. Ich bin ja ich werde ja beim Dreh auch abgeholt und weiß, dass ich abliefer. Ja, muss ja auch, dann heißt das so und bitte. Aber es bin ja dann nicht ich, ne? Ich meine, du bist es auf der Bühne. Aber du musst ja trotzdem auch da Bock drauf haben, oder? Wenn du jetzt drehst. Ehrlich gesagt, hast du natürlich nicht immer, weil wir nicht immer Bock haben. Ich habe immer Bock. Ich habe immer Bock. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt damit zu tun hat, dass ich in den letzten 10 Jahren so einiges begriffen habe, endlich mal. Ich bin immer so ein Spätzünder, ey. Aber was hast du begriffen? Dass ich das nicht persönlich nehmen darf, wenn Menschen Urteile. Einfach urteilen über mich. Meinung, Kritik jetzt, Meinung ist. Nö. Kann ja auch sein, dass sie mich falsch einschätzen und denken, ich sei die klügste, lustigste, was weiß ich. Also die Superlativen, die gibt es ja auch im Positiven. Aber die negative Entsprechung finde ich ähnlich unangenehm. Ich finde beides unangenehm. Einfach mit einem Vorverständnis mir entgegenzutreten und nicht zu sagen, was machst du eigentlich beruflich? Das wird hier nicht passieren und dir auch nicht. Mhm. Niemand wird dich fragen, was machst du beruflich? Das ist vorbei. Mhm. Ich fühle mich im Ausland wohl, wo Menschen wissen wollen, wer ich so eigentlich bin. Wie heißt du? Wie heißt du? Ja, kenne ich auch. Dass man dann erstmal merkt, Moment, hier kennt mich gar keiner. Ich muss ganz anders laufen. Ich gucke jetzt wieder so, werde ich erkannt oder nicht? Und dann denke ich, nee, du bist in Thailand gerade am Strand. Ja. Hier kennt dich kein Schwein. Und du musst von null anfangen. Genau. Also wenn du Sympathien haben möchtest, dann benimm dich sympathisch. Also geh auf Leute zu selber und sag, guten Tag, ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten. So.
Und wie wird, also diese, das, was du sagst, diese Meinung oder Kritik, wie wird das da nicht rangetragen? Also, na, da ich nicht bei den sozialen Medien bin, kriege ich das schon mal alles komplett nicht mit. Du hast auch kein Handy, wa? Da können doch, wir ich habe ein Handy, aber das ist wirklich, das ist so klein und das ist schon sehr alt. Aber du hast nicht so ein Smartphone, habe ich gelesen oder gehört. Nee, habe ich nicht. Ich habe aber einen Laptop. Okay, aber wie wird das, also wie wird das an dich rangetragen, dieses, diese Meinung oder diese Urteile? Roter Teppich ist so, so eine Situation, wenn man... Achso, wenn, wenn so Fragen gestellt werden, oder? Ja, oder wenn man angebrüllt wird, Anke, mach doch mal, lustig, 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 Anke, das. Lustig. Mach doch mal was mit den Händen. Mhm, mach was mit den Händen, genau. Ich hasse das. Ich hasse diesen Weg vom Auto über diesen Teppich. Und so viele denken, das ist doch der schönste Moment. Es ist doch toll, prominent zu sein. Nee. Und das ist auch alles. Wir sind natürlich wahnsinnig privilegiert, du und ich und so viele andere KollegInnen. Aber es ist wirklich gar nicht so. Also für mich ist es nichts. Ich wollte nie prominent sein. Ich wollte Schauspielerin sein. Und wie ist das, wenn du auf der Straße bist? Du wirst da bestimmt dann immer angequatscht, oder? Nee. Ich werde, dadurch, dass ich ungeschminkt nur unterwegs bin, in Köln oder auch hier und nur ÖPNV benutze und keine. Machst Auto. Du ja? Mhm. Auch? Ich auch. Und dann denken immer, alles ist ein Scherz. Aber ich fahre, also seitdem ich 12 bin, glaube ich, hier in Berlin mit S und U-Bahn und so. Ich auch, ich habe so ein Jahresabo. Und gucken dich die Leute auch so an, dass sie denken, die sieht ja aus wie Anke Engelke, aber ist die ja, die würde ja nicht mit der S-Bahn fahren. Das so eine Blicke habe ich immer, dass ich so, dann gucken die an mir vorbei und denken, nee. Mich man sieht es an den Augen. Ja, aber mich verwechseln Leute. Also dann wissen sie nicht, ob ich vielleicht doch Martina bin, aber eine von den Lustigen irgendwie. Ja. Ich habe ja ungeschminkt wirklich ein relativ unscheinbares Gesicht. Das hat mir auch eine Freundin gesagt, so Raya, eine Maskenbildnerin, die mich bei der Nemo-Premiere geschminkt hat. Also wirklich im letzten... Doris, ich liebe sie. So. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Und die sagte, ich freue mich so, dich zu schminken. Doris. Ja, das ist ich liebe sie. Und du nennst sie Doris, weil du das willst. Wie hieß sie denn? Dori? Dori. Aber Doris finde ich viel interessanter. Doris, dieser... Aber Doris finde ich super. Dori, stimmt. Nee, aber Doris finde ich besser. Doris, passt du. Das sage ich ab jetzt, das übernehme ich von dir. Und die sagte, ich freue mich so, dich zu schminken, weil du so ein unscheinbares Gesicht hast und auch so ein bisschen schief. Dein Gesicht ist schief? Ja, jetzt nicht, jetzt bin ich geschminkt. Aber ich bin eigentlich sehr unscheinbar und ich glaube nicht, dass man mich erkennt, ungeschminkt. Ja. Und da habe ich mich darüber unterhalten, über dieses Phänomen Ausland mit Ricardo. Beste Grüße von Ricardo Simonetti. Simonetti, wir sind befreundet bei Insta. Ja. Da klingelt bei mir gar nichts. Wie kann man befreundet sein, ohne sich begegnet zu sein? Wir sind uns begegnet. Weißt du, wo wir uns begegnet sind? Vor der Herrentoilette beim Deutschen Fernsehpreis. Ah, ja, ich komme genau, aus der Toilette raus, er kommt mir entgegen und ich habe zu ihm gesagt, irgendwas, ich weiß auch nicht, du hast so schöne Sachen, Klamotten oder so. So, ich habe so eine Doku über ihn gesehen, wo er hat so einen ganzen Raum voll mit Klamotten. Er liebt Klamotten und wenn er im Ausland ist, wenn er in anderen Städten ist, dann sucht er gerade in Nordamerika, dann sucht er sich gerne Secondhand-Läden und holt sich so ein Stück daraus. Und weil er ja jemand ist, der sehr viel projiziert und im Gegensatz zu mir schon sehr, sehr lange mit dem Universum kommuniziert, seine Wünsche wirklich auch für sich verbalisiert und wirklich sagt, da möchte ich hin, das möchte ich schaffen, das ist ein Phänomen, weil er sagt, irgendwann wird es wahrscheinlich ein Museum geben mit meinen Klamotten und da fange ich jetzt schon mal an zu sammeln. Und wir haben besprochen. Ich habe auch Klamotten und manchmal denke ich... Showklamotten? Ja, ich habe bestimmt 80 Sakkos irgendwie auf dem Dachboden und manchmal denke ich, vielleicht wird es dieses Museum gar nicht geben und das ist alles nur ein Traum. Und ich würde mal kommt tippen, und schmeißt das alles weg. Darf ich mal was sagen, Kurt? Ich würde mal tippen, dass die von Riccardo Simonetti wesentlich aufregender sind als deine Sacki. Ja. Sacco, Doris. Ja. Sacco und Sacconasen. Sakkos? Sakin. Darf ich dir mal was sagen? Wir haben ist japanisch. Das stimmt, das wissen wenige. Ja, ja. Sacki. Brennt. darf ich dir was sagen? Riccardo Simonetti und ich haben einen gemeinsamen Podcast. Nein! Der heißt Quality Time. Wo? Spotify. Und der gibt's den schon? Ja. Achso, naja, weiß ich nicht. Aber ganz frisch, ganz frisch. Boah, ich habe gerade gedacht, nee, du bist ja, ich weiß ja nicht, dass du kommst. Ja. Manchmal spreche ich mit den Leuten hier und denke, ich bin ja überhaupt nicht vorbereitet, aber kann ich ja nicht. Aber das ist doch super, das ist ein super Zustand, das ist ja wahre Neugier. Wie heißt der Podcast? Quality Time. Geil. Quality Time, Quality Und dann, was macht er? Wir nehmen einander mit in die Welt des der jeweils anderen. Und ich habe tatsächlich, ich habe im Grunde einen zweigeteilten Kleiderschrank. Auf der einen Seite sind schwarze Dinge, schwarz-grau, so gedeckte Farben maximal, keine schrillen Farben. Nee. So laufe ich privat rum, weil ich nicht möchte, dass die Menschen denken, will auffallen. Und wenn ich im Urlaub bin, wenn ich im Ausland bin, dann machst du bunt. Sehe ich aus wie weiß ich nicht, wie ich da aussehe, wie LSD, LSD-Anke. Ich bin ein Trip.
Ich bin Alemannia Anke ist da. Ja. Ihr dürft alle mal lecken. Leckt an mir und die Fahrt geht rückwärts. Aber das Ding ist ja auch bei dir, du warst ja also schon immer berühmt. Also bekannt. Naja, wann, du was hast, ist deine erste, was ist deine erste Erinnerung an dich? Naja, also Ferienprogramm ZDF. Warte ich allerdings erst später. Also ich hab das. Erst später wahrscheinlich. Ach, das ist die. Als ich dich dann bei der Wochenschau und so, also als du richtig, richtig berühmt wurdest, dann warst du für mich die lustige Anke. Und dann habe ich erst irgendwas gesehen, wo die dann gesagt haben, die hat das Ferienprogramm gemacht. Und dann dachte ich, was? Das habe ich doch immer geguckt. Aber guck 15:03 Uhr im ZDF. Hallo, Leute, genau. Es sind Ferien, alle la, 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 machen la, la. Von Flensburg bis nach Oberammergau, denn es sind Ferien und mit viel Tamtam und Information steigt wieder unser Ferienprogramm. Jetzt ist die Frage, war das auf dem Lerchenberg immer? Nein, das war in Unterföhring. Da bin ich auch mit der Bahn hingefahren. Bin ich mit der Bahn hingefahren. Und da hat ja das Fernsehen hat ja um 15:03 Uhr angefangen. Ja, und wenn du vor der Flimmerkiste eingeschlafen bist, bist du nachts in so einem Schneegestöber geraten. Ja, dann hast du dich zu. Es waren andere Zeiten. Jetzt haben wir die restlichen HörerInnen verloren. Weil kein Mensch weiß, was redet die Frau? Da gab es nur drei Kanäle. Naja, Boah, klar, ARD, ZDF und bei uns SFB, Senderfreies Berlin. So, und da habe ich Fernsehen gemacht, da war ich ganz, ganz klein. Wie alt warst du denn beim Ferienprogramm? Ich war frisch geschlüpft. Ich habe 79 meine Fernsehpremiere gehabt, habe vorher aber schon 1,5 Jahre Radio gemacht. Das heißt, ich habe 11 angefangen mit dem Radio und habe mit 13 Fernsehen gemacht und habe dann mit anderen ModeratorInnen eine tägliche Live-Sendung von der Funkausstellung moderiert, hier in Berlin. Bin mit dem Skateboard angefahren gekommen. Oh Mann, verrücktes kleines Mädchen. Und da kannst du aber noch nicht von berühmt sprechen, denn da war das kein Ding. Es muss sensationell gewesen sein, weil wir die ersten Kinder waren, die im Radio moderierten und vor der Kamera waren. Aber das wurde nicht als Sensation aufgenommen. Also das waren tatsächlich andere Zeiten. Ja. Das kann man in diesem Fall wirklich sagen, obwohl es so ein abgedroschenes Ding ist. Aber das muss anders gewesen sein, weil es diese Wahrnehmung nicht gab und auch die Verbreitung nicht. Wer es nicht gesehen hat, den hat es nicht interessiert. War das eine einmalige Sache oder war das jeden Sommer? Jeden Sommer gab es, Das Fanprogramm gab es jeden Sommer. Das startete dann, das lief schon parallel. 79 hat das, glaube ich, Benny auch schon mit seinem lustigen Hund, ne? Wie hieß er? Ich dachte, Benny ist der Hund. Benny war der Skateboard UAA, Asphaltrennen AA. Skateboard UAA, Asphaltrennen AA, Skateboard UAA, ist der neueste hier. Hey, let's go. Und bin wieder frei. Fly Robin frei. Ferienprogramm war doch, da lief doch dann Lassie und Flipper und Fury und so. Auch, genau, ne? Und der Hund hieß Wuschel. Wuschel. Und dann, weil das 79 so gut geklappt hatte, fragte mich der zuständige ZDF-Redakteur, Frank Weihrauch damals noch, ob ich nicht mitmachen wolle beim Ferienprogramm und das mitmoderieren wolle. Das habe ich dann immer co-moderiert mit Benny zusammen und dem stinkenden Hund. Freundlicher Hund, aber schweres Sammelproblem. Habt ihr euch nicht getraut, dem Hund zu sagen, weil er so nett war? Das war ein ganz freundlicher Hund, keine Frage. Aber bis heute habe ich ein Problem mit Hunden. Also ich versuche es zu überspielen, aber ich bin doch nicht so eine gute Schauspielerin, stelle ich dann immer wieder fest. Also die Grimme-Preise muss ich zurückgeben. Du bist eine tolle Schauspielerin. Ich habe, was war denn, wo ich so gelacht habe? Dieser Horrorfilm? Nee, Devisenbeschafferin in der DDR da. In Deutschland 96. Das war diese Trilogie 96. Ich bin 86. Ich habe 86 und 89 mitgemacht, ja. Da warst du, du hast die DDR gerettet in der Rolle quasi und hast Sachen verkauft. Ja, Frau Dietrich, das war schon das. Und hast du DDR-Traumschiff gekauft. Wo unten die Panzer drin waren. Das war eine tolle Rolle. Konntest du damit was anfangen? Absolut. Absolut. Toll. Du bist ja für mich Komikerin. Mhm. Also wenn ich dich sehe, denke ich so, haha, jetzt wird's lustig. So. Und du hast es aber geschafft, dass du auch Schauspielerin bist. Dass man jetzt nicht denkt, ah, das ist jetzt Anke, jetzt kommt ein Sketch. Obwohl du sehr lustig, ich glaube, du hattest eine Dauerwelle gehabt, wa? Das sah echt hart aus. Mit so einem Eisen haben die das immer gemacht. Und dann dachte ich aber, gut, die spielt. Mhm. Weißt du? Gibt ja auch viele, wo man denkt, das passt jetzt nicht. Das ist, Kurt, ich mag dich sehr, dass ich das jetzt mir angucke, weil ich dich mag, aber mach das in Zukunft nicht. Aber bei dir ist das anders. Da? Bei der, ich weiß jetzt nicht, wie die hieß die Rolle, die Frau? Na, die Frau Dietrich, man musste mal lachen, weil man dachte, Anke Engelke mit einer Dauerwelle. Und dann war es aber weg. Dann, und eine Warze dann, und eine Brille. War, genau, die Warze auch noch. Und dann hat die Rolle angefangen. Dann ist es natürlich gelungen, aber das bin ich ja nicht allein. Also das oder weißt du das auch. Ding hier mit, wie heißt der Brand? Oh, das ist Silvester, Kurzschluss.
dieses, wo ihr im Büro eingeschlossen wart. In der Bankfiliale vorne. Ja. Hast du gesehen? Ja, klar. Wie er da. Diese Szene, wo er diese Decke hochgeht und wir kennen alle diese Bürodecken. Wir wissen alle, das ist Styropor, wo ich dachte, aha, du wirst da runterfallen. Wie lustig, ich im Vordergrund und hinten. Eine gute Stelle. Das ist nur eine halbe Stunde lang, das kann man schnell weggucken, das ist super. Die Kombi fand ich auch gut, weil ich liebe den Brandt. Ich hatte vorher nicht mit dem gedreht. Matthias Brandt ist. Matthias Brandt, genau. Der hat einen eigenen Flughafen. Der ist ja wirklich der Enkel, Sohn, ne? Der Sohn von Willy Brandt. Der Sohn. Der Sohn? Mhm. Ach, ist er? Der Sohn? Einer der Söhne. Mhm. Siehst du? Ich hab den. Der hat irgendwo, ist das Netflix oder so, so eine Serie, wo er so ein Finanztypen, Kingstons, so ein Arschloch spielt, aber mit da gab es die Szene im Garten, wie er zum Karneval geht und diese Faunfeder und seine Frau da irgendwie beleidigt hat, irgendwie gleich zum Karneval. Das war, wie heißt das? King of Stones. Ja, sehr gut auch. Ich glaube, es ist eine Fasanenfeder, aber ich weiß, was du meinst. Und Bibiana Bela ist so großartig. Ein Arschloch vor dem Herrn, so richtig schmierig, wo ich dachte, so ständig strahlend. Dass das Spaß gemacht haben muss, irgendwie das zu spielen. Was hörst du für Musik? Ich höre alle durcheinander. Also ich glaube, wenn man meine Playlist bei Spotify sieht, dann denkt man, der Typ ist schizophren. Also der hat mehrere Persönlichkeiten in sich. Ja, gib mal ein Beispiel, womit du dich schocken würdest. Buddy Holly höre ich jetzt gerade. Buddy Holly? Buddy Holly habe ich schon, das habe ich mit 12 gehört. Oh, ist das weit weg von mir. Da konnte ich noch nie was mit anfangen. Ich habe den mit 12 unheimlich gerne gehört und immer mit einem Walkman auf Auto Reverse, also in einer Dauerschleife. Buddy und jetzt habe ich den wieder gehört. Was ist denn das? Aber ich habe jetzt zu Hause diese Italian Vintage Musik. Sind das Lieder, die dich in einer Stimmung bestärken oder die dich in eine andere Stimmung bringen? Musik wirkt auf mich unterschiedlich. Ich kann ganz traurige Lieder hören und total fröhlich dabei werden. Und ich kann total euphorische Lieder hören und werde todtraurig dabei. Also das kommt nicht oft vor, dass ich ein lustiges Lied dann auch als lustig annehme. Naja, ich höre auch nicht das Lied der Schlümpfe, aber ich freue mich schon, wenn ein Nein? Ja, höre ich jeden Morgen. Wäre ich geweckt seit 30 Jahren. Das ist mein Klingelton. Sag mal, wo kommst du denn her? Und dann stehe ich aus. Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Sehen alle da so aus wie wir? Ja, wir sehen so aus wie wir. Ey, und jetzt halte dich fest, wir fahren rückwärts. Ja. Schnall dich an. War ich nicht auch in der Hitparade, als mal Vater Abraham da war mit seinen lustigen Weißt Schlimpfen? Du was, ich habe bei so einem Quiz mitgemacht im NDR, Fernsehquiz und dann warst du mit dabei als Frage und ich habe richtig, also ich habe es nicht gesehen damals. War Basti auch da? Nein, ja, da frage, aber er wäre der Endboss denn für mich, glaube ich. Und pass auf, da hast du, ich habe es richtig erraten, es war geraten, du hast mitgemacht als kleines Kind, hast du gesungen mit Heino. Das ist richtig. Die und Show da hieß die Sing mit Heino. Da war die Frage, hat Anke Engelke mit Tom Jones gesungen? Wo ich so dachte, würde ich lieber sehen, aber ich glaube, es war Heino gewesen. Ach, es gab nur zwei Möglichkeiten. Ich glaube vier. Die anderen habe ich vergessen. Ach, und kommt, da war die kleine Anke. Günther ja auch ins Spiel. Ja, da war die kleine Anke, ganz klein. Ich stand so in der ersten Reihe. Und sieht man so. So ganz so, ja, toll. Ich stehe hier in der ersten Reihe und das war süß. Und war sehr süß. Und ich war natürlich nicht allein, weil ich Teil eines Kinderchors war. Da waren 30 Kinder. Ein Schulchor. Und der Schulchor hieß die Sonntagskinder. Was denn? Das war mein Leben. Das war süß. Das ist mein Leben. Deswegen sage ich ja, du bist also. Jetzt warst du vielleicht da als Kind jetzt als neben Heino nicht, wir nicht arbeiten bekannt. Uns, aber du wir bist arbeiten uns ab an diesem, du warst immer schon berühmt. Da wehre ich mich natürlich, merkst du, ne? Nee, das weil möchte ich wollte, ich nicht. Jetzt habe ich. Stell dir mal vor, wir hätten zusammen Theater gespielt. Wie wäre dann alles weitergegangen? Weiß ich nicht. Das war eine schöne Zeit. Hebbeltheater damals, weiß ich noch. Ja, Wahnsinn. Und irgendwie hat das zeitlich nicht geklappt. Und ich würde ja also so gerne. Also Matschke ist dadurch mein bester Freund geworden, ne? Seitdem sind wir in Love. Ach toll. Das ist wirklich einer aus der Szene, einer meiner besten Freunde. Wie toll. Seit dieser Geschichte. Ja, und das ist und wir sind nicht befreundet, weil wir nicht Theater gespielt haben. Anne. Anja. Immer Anne, immer ich weiß Anja. Und wie toll, dass wir Anne zwei. Engele. Anne Engele. Endlich. Boah, gibt's doch nicht. Das Ankle ist ein Name, den müssen Sie sich merken. Anne Engele. Antje Lemmen. Von den Sonntagskindern. Viel mit Heino gesungen. Ganz viel. Und was haben wir Kinder überlegt? Warum hat er die Brille an? Es ist doch gar nicht so hell. Ja.
Und sind diese, und die Haare, warum sehen die immer gleich aus? Das ist, naja, weil er einen guten Friseur hat. Erinnerst du dich, in der ersten Staffel war der einfach da und hat, oh Gott, auf, ja, hat auf Helium gesungen. Ich dachte, also erst dachte ich an Double, es ist ja leicht jetzt, ja, den zu dubeln. Dann dachte ich, das war eigentlich, deswegen habe ich, glaube ich, auch nicht gelacht, weil ich immer so überlegt habe, ja, jetzt haben die den eingeladen, die mussten die den überreden. Mit dem Helium jetzt hat er das von sich angeboten, hat Bulli gesagt, könnten Sie sich vorstellen, Helium zu schlucken? Du weißt, dass ich geflogen bin, weil Teddy gesagt hat, bist du jetzt mit dem zusammen, mit dem Heino? Seid ihr zusammen oder was? Bei Teddy, ich weiß noch, als er nach 5 Minuten über sich selber gelacht hat. Ich dachte, wie doof kann man denn sein und über sich selber lachen und musste denn lachen. Er hat mich das erste Leben gekostet, diese Aktion. Und du mich mein erstes Leben, weil du den Lampenschirm auf dem Kopf hattest. Ja. Da stand Heino und ich habe noch gedacht, Alter, weiß der, dass wir zusammen bei Sing mit Heino durch die Heide gegangen sind? Ja. Im Frühtau zu Berge, ohne Scheiß. Wir haben so Volkslieder gesungen mit dem Chor und mit ihm. Sing mit Heino. Und auch unvergessen, auch in den Weihnachtsausgaben von Sing mit Heino, sitzen wir an einem Tisch in so einem Bauernhof, sitzen an einem Tisch, einige Kinder, er mittendrin, wir ein geschmückter Weihnachtstisch, Kekse, Mandarinen und die Kinder haben Holzspielzeuge. Die Kinder, wenn ich die Kinder sage, meine ich unter anderem mich, haben Holzspielzeug in der Hand und singen den Song Eine Mu, eine Mä, eine Tätere, Tätä. Ich denke, was ist das denn für ein Lied? Was ist das denn? Was haben Aber hat da? Euch das als Kinder nie gefallen? Oder ich meine, Kinder, da würde ich jetzt denken, naja, man singt halt, man bewertet ja den Text nicht. Naja, aber wenn eine da... Eine Mu kennen wir, eine Mä kennen wir. Singe ich einfach mal mit. Ja, aber wenn aber wir irgendwann begannen wir ja zu pubertieren. Ja, oh und Gott. Dann war es interessant, bei den Busfahrten, wenn wir da zu Auftritten gefahren sind oder zu Fernsehaufzeichnungen, in der hinteren Reihe wurde geknutscht. Wie lange habt ihr das denn gemacht? Dann warst du Kleinkind? 58 Jahre habe ich das gemacht. Ich habe, nee, wie alt bin ich denn? Ich muss gleich zu Carmen Nebel. Ja. Und da geht es weiter. Und wir freuen uns. Eigentlich haben wir bei LOL erste Staffel das erste Mal zusammen. Richtig miteinander gearbeitet. Zusammen, ja, was gemacht, ne? Mhm. Und ich weiß noch bis heute, weil das war ja die erste Staffel, dass ich mich danach so geschämt habe. Warum? Weil ich dachte. Weil du mich rausgeschmissen hast. Nee, hast. Weil ich dich lustig finde natürlich. Seit Jahren und aber nicht gelacht habe, wenn du was gemacht hast. Das ist aber doch das Dilemma in dieser Show. Aber bei der ersten Staffel war es ja noch krasser, weil man immer dachte, weiß Anke jetzt noch, dass ich mir das Lachen, dass ich das wegdrücke? Oder denkt sie einfach, sie ist ja, also ja, die fand ich ja noch nie lustig. Ja, ja. Da kann ja, also mir kann ja da, wenn Anke kommt, dann können wir 8 Wochen hier bleiben, ich muss ja nicht einmal kichern. Und das war so, ich weiß nur, dass wir uns danach auf dem Flur noch begegnet sind, das wo ich mich, glaube ich, bei dir entschuldigt habe. Ja, aber wir haben uns doch alle beieinander entschuldigt. Es war so eine Psychonummer, wo ich dachte, ich kann auch den anderen nie wieder in die Augen gucken danach. Oh, das war bei der ersten Staffel, dachte ich, oh Gott, ich habe mich dann teilweise geschämt, wo ich dachte... Wie arrogant. Aber da ist ja genug Liebe, mach dir keine Sorgen. Ja. Das versteht man nicht. Das habe ich ja danach, denn habe ich das verstanden. Ja. Aber mittendrin. Ja, nee. So, wie war Heino? Der war in der ersten Staffel. Wann ist denn der nächste Auftritt mit Heino jetzt? Wann singst du denn wieder mit den anderen Kindern? Weiß der, dass wir eine Vergangenheit haben? Wie war er denn eigentlich? War das so, oder musst du ja nicht sagen, aber war das so enttäuschend, dass du dachtest, oh Gott, der Heino, der ist... Nein, wie gesagt, guck mal, für uns war das ein Abenteuer und wir wurden in den Bus gepackt und das war lustig und auf der Busfahrt gab's Eis am Stiel und Softgetränke, die es zu Hause nicht gab und da wurde sich auch ordentlich übergeben in der ersten Reihe. Gut. Das war super, 2 Kinder hatten Heimweh, wir waren in der Jugendherberge, aber wir traten auf bei Musik ist Trumpf. Oder Dalli Dalli. Ich war nie bei Dalli Dalli. Meine Schwester war bei Dalli Dalli. Da war ich noch zu klein. Oder nicht am Laufen. Hans Rosenthal noch, das Original Dalli. Meine Schwester war dabei bei Hans Rosenthal, bei Dalli Dalli. Was hat deine Schwester gemacht? Meine Schwester ist 2 Jahre älter als ich. Die war auch im Kinderchor. Ja. Ich habe die nachgeäfft. Die ist mein totales Vorbild. Ich liebe meine Schwester so sehr. Die war im Kinderchor, also wollte ich auch in den Kinderchor. Ja. Wir waren zusammen in der Band, also Musik verbindet uns sehr. Muss ich jetzt auch in die Band reingehen? Na, wir waren zusammen in der Band. Nein, das haben wir zusammen entschieden. Anke will schon wieder das Gleiche. Die hat das gleiche Anwege. Das haben wir zusammen entschieden. Wir haben diese Band, die Kerntruppe gesehen. Da waren nur ein paar Typen auf der Bühne und die haben so 60er-Jahre-Soul gespielt und 1A abgeliefert. Ja. Und wir waren auf so einem Karnevalsfest, haben die gesehen. Dann haben wir uns nur kurz angeguckt, so ein Triple Take. Spürst du gerade, was ich spüre? Also Triple Take, das liebe ich auch. Du siehst gerade aus wie Steven Spielberg. Nein. Warum? Ja,
war deine, weiß ich nicht, du hast diese, das ist ja ein attraktiver Mann. Nee, aber so, weil echt? Der doch gerade bei der Berlinale ausgezeichnet wurde. Nee, denke ich nur gerade dran. Die, stimmt, warum moderierst du das nicht mehr? Weil es ein neues Team da an der Spitze gibt. Und die haben gesagt, wir wollen sie nicht, oder was? Ja, was natürlich toll ist, ne, zu sagen. Weil du warst für mich Berlinale. Also das ist, weißt du, früher Ferienprogramm. Und jetzt bin hast ich ja älter Schubladen geworden. Für mich? Wenn du jetzt noch Ferienprogramm machen würdest, würde ich sagen, die pass Welt auf, ist in Anke, Ordnung. Ich bin, nee, ach so, bin raus. Ach so, okay. Bin ich mir zu kindisch. Ja. Aber jetzt gibt's halt die Berlinale. So, da bist du nicht mehr. 13 Mal habe ich das gemacht, 13 ja. Jahre. Toll. Mit Unterbrechung. Also es war auch immer, das war so eine Mischung aus totalem Horror und aber ganz großer Freude. Aber du hast toll gemacht, weil da war ich so... Man war so stolz irgendwie, weil man ja echt? Wusste, da sind ja jetzt nicht nur Deutsche, sondern das ist ja international Publikum. Ist so schwierig. Und jetzt kommt die Anke raus. Es ist so schwierig, die dem ist, zu genügen. Die moderiert gut, weißt du, die ist intelligent, die ist witzig, die sieht super aus irgendwie. Das ist unsere Anke für alle Leute, die jetzt zur Berlinale kommen. Das ist unsere Gäste, die jetzt zur Berlinale kommen. Anke ist da, ich kann jetzt schlafen gehen, alles wird gut. Bin ich für dich die Steffi Graf des Showgeschäfts? Nee, du bist einfach wichtig. Das ist gut, dass wir dich haben, so finde ich. Was Humor an. Ich denke gerade daran, wir waren ja, das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, war beim Grimme-Preis. Mhm, das war schön, ne? Und da hast du eine Rede gehalten, hast du einen Ehrenpreis bekommen. Mhm. Und du hast eine Rede, wo ich... Ich hab verkackt. Pass auf, den Inhalt habe ich vergessen, aber ich weiß, dass es wunderschön war. Du hast irgendwas von Unterhaltung erzählt, dass das irgendwie Spaß macht oder so. Und ich saß dann da neben Streter und das war so ein Moment für mich, wo ich dachte, ja, so läuft das hier. Ganz einfach. Ich hatte mir nichts überlegt, was manchmal gut ist und manchmal schlecht ist. Und ich wollte plötzlich, weil mir zu wenig Liebe im Saal war und zu viel Maschine und zu viel so weggeschaut. Ich wollte über Zugewandtheit, glaube ich, dann sprechen und darüber, dass wir mehr aufeinander gucken müssen und einander zuhören müssen und dass das unterhaltsam sein kann und zur Unterhaltung dazugehört, dass man es ernst meint, was man macht und sagt. Ja. Und habe dann zum Schluss wohl eine Notiz an mich selber. Notiz an mich selber, du hast dich zu warm angezogen. Du hattest... Ich habe so geschwitzt. Und hinterher habe ich mir überlegt, Mann, das war der Ehrenpreis und ich wusste das ja schon vorab. Ja. Warum habe ich A, als mein Name fiel und ich da in der ersten Reihe saß, als ich das Rotlicht spürte, warum habe ich da nicht überrascht gespielt? Obwohl ich informiert war und wusste, dass ich den Ehrenpreis aber bekomme. Aber das wussten doch alle, oder? Wussten ja, das aber alle? Wie schön wäre es da, überrascht zu tun. Ach so. Ach, dieses... Ein Triple Take anzubieten. Jetzt? Ja. Echt ich? Und dann die große Freude, die Oscar-Freude zu faken. Und wie schön wäre es gewesen, auf der Bühne dann zu sagen, und ich habe damit nicht gerechnet, habe nichts vorbereitet. Ich nur ein großes Dankeschön an die anderen Mitnominierten. Weißt du, einfach die totale... Ich jetzt die Namen natürlich nicht aufschreiben konnte. Danke mir aber selber. Ich verehre euch, ich verehre euch. Und ich das ist der gegönnt, Preis gehört euch aber auch. Aber jetzt habe ich ihn nun mal. Aber ich liebe euch. Sowas fällt einem da nicht ein. Ich bin da ganz schlecht. Aber es war toll. Nee, weil ich saß da und dachte... Echt? Das ist sowieso gerade meine große Frage, wir Komiker, wie geht das jetzt weiter? Mhm, das, also Komik ist ja schon immer dafür da gewesen, dass man irgendwas anguckt, sich zurücklehnt und kurz die Sorgen vergisst. So. Das war ganz früher für mich immer so verbunden mit Schlager. Also da kommt einer und der macht auf gute Laune und der verdrängt. So. Ich möchte aber... Leute unterhalten, ohne zu verdrängen. Also ich möchte auf die Bühne kommen und sagen, das ist relativ scheiße alles, was hier läuft, aber wir machen uns jetzt einen bunten, weißt du? Ohne zu verdrängen, dass es auch Mist gibt, der abläuft irgendwie so. Ich rede in meinem jetzigen Programm über Depression, über meinen eigenen Tod, über Putin und so, aber so, dass die Leute darüber lachen können, weißt du? Dass man nicht sagt, ja, da ist jetzt, das ist eine schlimme Zeit irgendwie so und dann lacht. Also man nimmt sich die Themen raus, die herrschen, über Gasumlage, Corona auch ein bisschen und dann lacht man darüber. Also meine Lieblingsnummer ist gerade die Depressionsnummer, dass ich darüber rede, wie ich die Klinik verlassen habe und wie euphorisch ich war. Dass ich auf die Straße gegangen bin und wildfremde Menschen umarmen wollte und jetzt froh bin, dass das nachgelassen hat. Weil ich möchte das nicht auf Dauer. Ich möchte nicht wildfremde Leute immer umarmen. Ja, wenn das so weitergegangen wäre, ich wäre jetzt Schlagersänger, sag ich dann. Und dass man so Themen anspricht, die uns bewegen, aber das lustig umformt. Ohne sich jetzt zum Beispiel über Depression lustig zu machen, sondern über die Krankheit nur sagt. Das ist schlimm, aber lasst uns mal gucken, wie wir darüber lachen können. Und das ist die Frage, wie macht man Komik, ohne zu verdrängen? Ich könnte das nicht.
Ich wäre da wirklich überfordert, weil ich der Verantwortung, glaube ich, nicht gewachsen wäre. Ja, ich auch nicht. Ich auch überhaupt nicht. Ich bin noch nie von der Bühne gegangen, habe gesagt, heute habe ich es der Welt erklärt, wie es funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich sitze da und suche auch. Also du kannst mir zugucken beim Suchen. Weißt du, ich habe ja nicht die Lösung für Dinge. Ich habe nur irgendwie eine kauzige Sicht auf die Dinge. Und Angebote. Und die Leute lachen darüber, aber gehen natürlich nicht nach Hause und sagen, wir haben jetzt hier den heiligen Kurt Krömer gesehen, der hat uns jetzt gesagt, wie es funktioniert. Das kann aber nicht sein, denn sonst würdest du die sogenannten ernsten Themen und die politischen Themen nicht berühren. Also irgendwie musst du ja... Ja, weil es mich interessiert. So. Ich hab eine Stelle, wo ich genau im Programm sage, da rede ich über Krieg und sage dann, mein Gott, das ist ja jetzt viel zu ernst. Also das lasse ich morgen weg. Meine Aufgabe ist ja, euch an die Hand zu nehmen, euch in ein Land der Fantasie zu entführen, dass ihr euch kurz zurücklehnen könnt. Alle eure Sorgen fickt euch, sage ich denn zu den Leuten. Ich lebe doch in der gleichen Welt wie ihr, also was soll ich denn jetzt hier verdrängen? Und dann lachen die Leute laut, weil sie wissen, natürlich ist es so. Also weißt du, ich bin ja kein Schlagersänger, der jetzt über Liebe und Harmonie den ganzen Abend singt, sondern das sind ja meine Themen, das wissen die Leute doch schon seit 25 Jahren. Was passieren könnte, weiß ich gar nicht, ob du solche Gedanken hast, was passieren könnte, ist, dass sie sich mit deiner Haltung auseinandersetzen und davon vielleicht was übernehmen oder sich davon... Ja, das habe ich... gemerkt, als ich jahrelang gegen die AfD stänkert habe zum Beispiel, dass mir das wichtig war, dass AfD-Leute nicht bei mir im Publikum sitzen. Also, dass ich signalisiert habe, ich möchte euch hier nicht haben. Das ist, ihr seid keine Demokraten. Wenn jetzt eine Partei, weiß ich, wenn Christian Lindner könnte jeden Tag in der ersten Reihe sitzen bei mir, wo ich sagen würde, okay, ist jetzt nicht meine Partei, ist nicht my man, aber das ist Demokratie. Du musst dann damit rechnen, dass ich mich jeden Abend über dich lustig mache, wenn du dich schon jetzt jeden Tag hier in die erste Reihe setzt. Das ist Demokratie. Weißt du, so, damit kann ich leben. Aber die sind nicht demokratisch und da wollte ich ein Zeichen setzen und sagen, ihr gehört hier nicht her. Ich meine, du hast auch einen eigenen Gang, ne? Wenn du auf die Bühne kommst, das ist auch, der ist einmalig. Das bist nur du. Ich kenne niemanden, der so geht. Das macht Spaß. Machst du das auch so, dass du so funny walks hast? Dass du so ich gehe nie auf die Bühne, Kurt. Ich kann bei der Berlinale konnte ich doch nicht so... Zu Hause? Hallo, ich war Humpelbein. Nee. Wer ist das denn? Ja. Wer ist diese Frau? Ja, die hat drei Beine. Allerhand. Das ist Berlin. Das ist Berlin. Drei Beine. Nee, hab ich natürlich kann nicht. Jeder machen, was er will. Das ist eine freie Stadt. Freie Stadt. Hast du drei Beine? Ja, Freiheit für die Titten. Also keine null Gang, den ich hätte. Signature Walk habe ich nicht. Du machst das doch zu Hause, wenn du aus dem Wohnzimmer in die Küche gehst, dass du mal irgendwie so einen Funny Walk machst oder so. Machst du bist das? Du irre? Warum sollte ich einen Funny Walk machen zu Hause? Weil du lustig bist. Machst du das nicht? Hast du Situationen, dass deine Kinder irgendwie sagen, Mama, hör auf mit dem Quatsch? Na, ich fahre halt mit dem Skateboard durchs Haus. Von der Küche ins Wohnzimmer. Ich ganz oft, dass meine Kinder sagen, was soll denn das jetzt? Ja, das und ich so, Wochenende, wir sind in Kap frei, jetzt 4 Tage, lass mal irgendwie was machen. Wir können irgendwie eine Gang gründen oder so. Das kenne ich, dass Papa, wir viele Menschen beim Frühstück waren und beim Abendessen sitze ich allein. Und langsam haben sich alle verdünnisiert. Na klaro kenne ich das. Aber man ist, also nicht aus Peinlichkeit, sondern weil es so was bekannt ist und berechenbar. Also unsere Nächsten wissen ja einfach, was da geliefert wird. Ja. Und da ist natürlich die Herausforderung, zu überraschen, was ein gutes Training ist. Zu Hause zu überraschen, ist geil. Ja. Das finde ich super. Wenn zu Hause gelacht wird, dann wird überall gelacht. Dann behalte ich die Preise. Ja. Ja. Aber wenn sobald musstest du schon mal einen Preis zurückgeben, wo die Leute gesagt haben, Frau Engelke, wir haben das nochmal anders überlegt, wir haben das Band nochmal uns angeguckt. Mm. Nicht lustig. Wir geben es doch der anderen. Wir haben sie verwechselt. Nee, ich habe aber einen Preis zurück. Ich habe Bambi habe ich zurückgeschickt. Ja, warum? Weil ich das nicht mehr wollte. Nö, weil ich das nicht gut fand. Weil ich da auch ein bisschen doof war und nicht gemerkt habe, dass es natürlich, dass man sich dann käuflich macht. Ne? Wenn man gekauft wird von einem Verlag oder von einem Blatt oder so, dann wird man hinterher, man wird hochgepitcht, damit man auch in Coram Publico klein gemacht wird und niedergetrampelt wird. Also, dass die Würde ignoriert wird. Habe ich zurückgeschickt. War aber ein schöner Preis. Das Bambi ist schon scheiße. Ja, das Rehlein. Ja, war schön gewesen. Grimme-Preis ist jetzt. Die gehen ja so schnell kaputt. Auch. Ja, musst du vorsichtig. Ganz. Sollbruchstelle, sag ich nur. Und da zum Beispiel ist ja dann, da ist man ein bisschen in Feierlaune. Ganz schnell wegstellen. Grimme-Preis ist aber schon schön. Das ist für mich, ich war auf einer Gesamtschule, 10 Klassen nur. Das ist so
meine Einzelmatte, die man dann kriegt. So, ich dachte, ästhetisch schön, man kann den Grimme-Preis nicht streicheln, dass es ein bedeutender Preis ist, der mir, der wichtig ist, aber selbstverständlich. Ich dachte, zum Streicheln ach eines so, Bambis. Ach so, nee, er ist schon, ist halt wie so ein na, das ist keine Frage. Physikpreis, aber weißt natürlich. Du, wo man sagt, also schön, schön ist anders, aber ja. Die Ehre, also das ist. Ich habe mein Studium nicht abgeschlossen, aber Gott sei Dank habe ich diese Dinger das da stehen. Ist, also ich habe, ich will jetzt hier nicht angeben, aber ich habe 3 Preise. Das ist für mich wie ein Abitur, was ich nie gemacht habe. Super. Wo ich jetzt denke, also ich bin da auch mit dir denn, wenn man dann mal ist mit so vielen intelligenten Menschen zusammen, dass man denkt, ja, ich gehöre jetzt dazu. Ich habe es mir nicht erkauft, ich habe nicht reiche Eltern, ich habe das verdient. Ja. Also ich habe 1,0 Abi. 0,9 vielleicht. Ist eigentlich sogar. Im Nullerbereich sogar. Ich könnte jetzt, weil ich 3 Grimme-Preise habe, Medizin studieren. Ja. Und die würden in der Uni sagen, klar, das ist ja die ich Regel. Ich kann sofort operieren am offenen Herzen. Selbstverständlich. Entschuldigung, ich habe 4 Preise. Also wann, wenn nicht dann? Und ich habe den Alfred E. Neumann-Teller. Da kann ich sogar noch alle, da kann ich noch nebenbei ein Bein amputieren. Mhm. So. Anne Engele Antje. Ist heute mit dabei. Antje Engele, Knut, die wir kennen von Sebastian Paslewka. Ja. Grüßen wir den Herrn Paslewska. Pawelke. Den Herrn Pawelke. Und kannst du bitte Riccardo Simonetti? Der ist auch, ladet doch mal auch mal den Paslewska ein. Da können wir nur, ich würde nur mit ihm über Fernsehen reden. Mhm. Freut er sich. Okay, dann war es das jetzt für hier. Aber wir gehen jetzt. Danke, dass du mich nicht eingeladen hast. Das ja, war schön. Das ist schön, ne? Ich habe sie doch gar nicht eingeladen. Also, die kenne ich nicht, die Frau. Hier kommen Leute rein. Oh. Oh, Leute, informiert mich doch vorher, dann kann ich doch absagen. Ja, dann hätte ich mich doch vorbereitet. Ja. Ich weiß ja gar nichts über dich. Für mich ich war nicht nur Fremde. Nicht eingeladen, ich bin auch ich nicht gekommen. Ich weiß ja gar nichts von dir. Ich habe nicht eine Frage. Nein. Wer bist du? Was sind deine Hobbys? Unangenehm. Unangenehm. Also ich bedanke mich erstmal, dass du da warst. Danke. Und wir gehen jetzt aber rüber in den Deluxe-Teil. Ja. Feelings Deluxe, exklusiv bei Amazon Music. Und dann machen wir das Geschenk auf. Darf ich einmal sagen, danke, Anke? Mhm. Tschüss. Tschüss. Kurt Krömer Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend Mo Anaisi. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.